Willkommen zurück bei Donkey Kong Country. Bei den Galionsplanken sind wir angekommen beim allerletzten Level des Spiels. Das große Finale mit dieser epischen Musik. Gegen wen geht's denn? Natürlich gegen King K. Rool. Und das ist das Konzept. Wir müssen einfach seiner Krone immer ausweichen. Er wird jetzt hier links, rechts vorbeilaufen. Und dann seine Krone werfen und dann immer wieder drauf. Das ist eigentlich das Einzige, was wir hier machen müssen. Das ist kein Problem. Okay. Das war die erste Phase dieses kleinen Kampfs. Jetzt kommt mehr oder weniger die zweite. Jetzt werden schön Kanonen hier runterfallen. Und wir müssen ihnen ausweichen. Das sollte kein Problem sein. Wie ich finde. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil es jetzt von der rechten Seite aus anfängt. Und dann gleich von der linken nochmal kommt. Und dann gibt es nochmal... Boah, das war jetzt knapp. Aber wir haben ihn wieder. Und ein letztes Mal macht er das noch. Jetzt von links nach rechts, dann von rechts nach links. Gleich dreimal. So, erstes Mal gut ausgewichen. Kein Problem. Einmal geht's noch. So, und noch einmal ausweichen und dann haben wir's. Kein Problem. Sehr gut. Wir haben's geschafft. Das war's. King K. Rool ganz, ganz schnell weg. Das war überhaupt kein Problem. Jetzt schauen wir uns mal die Credits an. In tiefer Dankbarkeit an. Codierung, Klapptrap, Charaktere, Crusher. Also ganz, ganz toll. Danke an die Kremlings. Kommando King K. Rool. Aber, was heißt Ende Fragezeichen? Natürlich war es das. Oder? Oder? Oh nein, er steht nochmal auf. Ja, das war's noch nicht. Er steht nochmal auf, wir haben. Noch eine kleine Phase, nämlich die zweite in diesem Kampf. Ah, er hat mich getroffen. Okay, ich muss das jetzt mit Donkey schaffen. Okay, das war's. Wir haben ihn auch nur mit Donkey Kong besiegt. Das war's. King K. Rool is down. Na, 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 na. Wir kriegen die letzte Banane. Und sehen wir mal, was Cranky dazu sagt. Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut. Eine ganze Horde Kremlings ganz allein fertig gemacht. Da lacht das stolze Opa-Herz. Aber trotzdem, schau mal in deinem Lager nach. Da könntest du eine Überraschung überleben. Deine ganzen Bananen sind zurück. Aber trotzdem hätte ich alles gefunden in diesem Spiel. Und ich hätte es darüber hinaus auch noch schneller gelöst. Ich hätte nämlich auch die Bonusräume in Rekordzeit gefunden. Da hilft auch THS nicht weiter. Und da ist unsere Banana Hold. Da freut sich Donkey. Und jetzt kommen wir zu den Credits, ja, die Mitspieler. Und die Credits sind so richtig gut gemacht. Ah, Gnoti. Da können wir jetzt auch auf die Gegner eingehen, Necki und wie sie alle heißen. Das könnt ihr alles selber durchlesen, wir jetzt keine großen Faxen draus machen. Und ich werde mein Fazit zu diesem wunderbaren Spiel aus dem Jahre 1994 abgeben. Es hat mir großen Spaß gemacht, Donkey Kong Country mit euch zu erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel, wenn man jetzt vergleicht, ich kann es jetzt bewerten, wie ich es finde, gameplaymäßig ein totaler Kracher. Also das Gameplay ist so gut, auch für ein 2D Jump'n'Run, was es ja damals schon gab, mit Mario World, mit den Mario Brothers. Aber das ist sowas von, egal mehr oder weniger, es hat trotzdem irgendwie 2D Jump'n'Runs auf eine eigene Art wieder revolutioniert und das finde ich sehr, sehr witzig. Da hat Rare ihren Humor wieder gut eingebaut, wie ihr jetzt gesehen habt. Und jetzt kommen die Kremlings. Also mehr oder weniger hat da Rare was, ein sehr, sehr tolles 2D Jump'n'Run gemacht. Auch das, wie gesagt, das Gameplay einfach spitze. Die Grafik für die Zeit
natürlich jetzt vielleicht nicht mehr so ansehnlich, aber zu der Zeit war die Grafik einfach sensationell. Meiner Meinung nach auch weit vorausgeschritten vor Mario World, vor allen anderen 2D Jump'n'Runs. Vielleicht nur Donkey Kong Country 2 und 3 waren da grafisch noch besser als der erste Teil. Aber schon der erste war wirklich grafisch top. Jetzt sehen wir auch nochmal die Bosse hier. Willy Gnorty, Master Nicky Senior und King K. Rool kommen noch. Und natürlich Herr Doomfucker, Dump Drum, so wie er im Englischen heißt. Und auch der Soundtrack. Also ich habe wirklich wenig Spiele erlebt, die so einen tollen Soundtrack haben. Wenig Spiele. Da passt wirklich alles. In der Wasserwelt, diese super Musik, wo man einfach auch mitzoomen kann, wo man weiß, das ist wirklich Weltklasse. Dann auch in den Höhlen, in den Höhlenleveln. Die Minen, die Minecart-Level, die Loan-Level, alles. Da passt auch jetzt in den Credits. Super Musik. Bin ich jetzt dran? Nein, zuerst sind Funky und Candy dran, ja. Klar, ich bin der Nächste. Cranky Kong. Ja, Cranky hat das auch schön beleidigt. Aber ich find's auch toll, wenn wir jetzt schon bei Cranky Kong sind und Donkey Kong, den wir jetzt hier haben, dass es eigentlich so ist, dass Rare den damaligen Donkey Kong, den Miyamoto erschaffen hat. Also jetzt bin ich direkt vom Soundtrack, der super war, wo ich ja schon erzählt habe, jeder passt. Und jetzt verarscht ihr die schönen Donkey. Und Donkey gibt dir die eins aufs Maul. Und jetzt sind sie beleidigt aufeinander. Aber gut, das ist wieder dieser typische Rare-Humor. Aber was ich sagen wollte, wie Rare es geschafft hat, einen mehr oder weniger neuen Donkey Kong zu machen. Da ja Miyamotos Donkey Kong war ja Cranky Kong. Den Jumpman aus dem 1981er AK. Ja. Und jetzt werden wir auch schön beleidigt. Ich wäre schneller gewesen. Und dank an, jetzt kommen die ganzen Rare-Leute, Leitung, Programmierung, Sutherland, danke schon dafür. Ich werde den Namen natürlich jetzt nicht alle sagen. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, Rare hat es wirklich gut geschafft, den Cranky Kong, der ja damals aus dem 81er Arcade-Game Donkey Kong, der originale Donkey Kong war, haben sie es geschafft, ihn mehr oder weniger zum alten Cranky Kong zu machen und dann mehr oder weniger einen neuen Donkey Kong zu erschaffen. Einen eigenen Donkey Kong, und das haben sie mit der Donkey Kong Country-Serie sehr, sehr gut in meinen Augen gemacht. Eigentlich sogar perfekt, finde ich. Natürlich, Mario ist aus dem 81er Card Game, damals war es ja noch Jumpman, überaus gleich geblieben über die Jahre. Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr gut, was da Rare gemacht hat. Und damit auch eine große Serie erschaffen mit Donkey Kong Country 1, die sich dann weitergeführt hat mit 2, 3 und Donkey Kong Country Returns, dass er dann leider nicht mehr von Rare produziert wurde. Was ich auch noch kurz in den Credits ansprechen wollte, bevor sie jetzt vorbei sind. Wenn man sich auch merkt, in Sachen Spielumfang war Donkey Kong Country zu der Zeit vielleicht auch nichts, hatte nicht so einen großen Umfang wie Mario World, wenn man das vergleicht. Ich glaube, Mario World hatte knapp mehr als 90 Level und Donkey Kong Country hatte viel, viel weniger. Weniger, ich glaube, nicht einmal die Hälfte von dem hatte Donkey Kong Country. Und Mario World hatte auch diese Extra-Welt, diese Spezialwelt, die dann Donkey Kong Country 2 mit der Lost World hatte. Das hat der dann Rare schön verbessert. Aber eben das war's, wenn man Donkey Kong Country aus den 94er Jahren vergleicht und Super Mario World aus dem Jahr 91 bzw. 92, dann sieht man da schon große Unterschiede. Trotzdem finde ich, allein vom Gameplay her, Donkey Kong Country besser als Super Mario World. Beziehungsweise, ich finde sie beide gleichmäßig vom Gameplay und auch vom Spielspaß. Aber vom Spielumfang ist Mario World da doch eher da gewesen als Donkey Kong Country. Und um das dann so gut abzuschließen, sehen wir hier nochmal die Intro-Sequenz von Donkey Kong Country mit Cranky und Donkey. Und ich sage, danke beim Zusehen bei diesem Let's Play, das mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, Donkey Kong Country. Es werden in naher Zukunft auch viele andere Teile aus der Donkey Kong Country Serie kommen. Donkey Kong Country 2, 3, Returns, auf das könnt ihr euch freuen. Auch Donkey Kong 64, alles das wird bei mir noch Let's Played. Was als nächstes Let's Play kommt, ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
auch beim nächsten Donkey Kong. Und auch Cranky darf Tschüss sagen. Und jetzt auch Donkey. Wir sehen uns. Bis dann.